Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Metro Exodus. Und mittlerweile sind wir angekommen im Frühling. Da sieht man auch, wenn man mal ein bisschen hier aus dem Fenster schaut, die Landschaft sieht schon ein bisschen anders aus als die Landschaft, die wir so kennen. Immer wieder mit Schnee und Eis überall. Mittlerweile kommt der Frühling zum Vorschein. Und im Laufe unserer Reise durch das gesamte Spiel, durch Metro Exodus, werden wir auch den Sommer und den Herbst noch kennenlernen. Wir sind auf der Aurora und die sieht natürlich ein bisschen anders aus als doch am Anfang. Mittlerweile haben wir nämlich das kleine Zugabteil hier dazu bekommen. Und guck mal einer an, sogar in unserem eigenen Abteil haben wir die unsere Waffen hier rumhängen. Coole Sache auf jeden Fall. Ja, und ich würde mal sagen, mit der Anna haben wir in der letzten Folge ein bisschen gesprochen. Die hat auch eine kleine Wutrede hier gehalten. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen weiter im Zug um. Reden wir mit den anderen Charakteren, mit den anderen Leuten. Mittlerweile sind wir ja doch eine ganz große Truppe geworden mit Katja, Nastja und Crest, die auch schon wieder mit im Team sind. Also drei Neuankömmlinge. Und ich denke mal, wir werden dann bei jedem stoppen und mal kurz mit denen quatschen, kurz mal die Situation von denen uns berichten lassen und dann gucken wir mal, wo uns die Reise hierhin führt ins Yamantau-Gebirge, wie es dort sein wird, wenn wir dort ankommen. Schauen wir mal. So, und ich vermute mal, hier in unserem Tagebuch wird es auch ein bisschen was Neues geben. Was können wir denn da machen? Also Licht an und aus, na gut, das können wir ruhig mal anlassen. So, dann gehen wir mal hier zum Büchlein und gucken mal, da ist unser Tagebuch. Die Wolga, das kennen wir. Und das kennen wir auch. Das ist das, was wir immer wieder hören bei den, wenn wir reinstarten. Das ist ganz eigentlich das, was wir schon kennen. Oberst Miller, was gibt's hier Neues? Ich glaube das hier. Ich habe den Oberst in das schlimmste Abenteuer seines Lebens mitgerissen. Er musste Hochverrat begehen, um seine Tochter zu retten. Mit mir im Schlepptau. Er ist davon überzeugt, dass dieser Krieg noch nicht zu Ende ist, dass Moskau sich totstellen musste, um einen letzten Todesschlag vom Feind zu erhalten. Doch trotzdem ist... Doch trotzdem ist Anna seine Tochter und ich bin trotzdem einer seiner Soldaten. Daher riskiert er in seinem fortgeschrittenen Alter alles, was er hat. Seinen Ruf, seine Position in der Metro und einen Großteil seines Ordens. Und das alles, um uns zwei zu retten und vielleicht selbst aus diesem Chaos wieder hervorzukommen. Wir begeben uns zum Yamantau, wo sich das Hauptquartier des Oberkommandos befindet. Nur die wahre Regierung unseres zerstörten Landes kann den Oberst vom Verrat freisprechen, sofern sie ihm überhaupt zuhört. Es gibt allerdings ein Problem. Es ist schon ein paar Tage her, dass wir Moskau verlassen haben und wir haben noch immer keine Spur von Besatzungstruppen entdeckt und wir wissen genauso wenig, was da in Yamantau auf uns warten wird. Außerdem gibt es das Neues über Duke. Wir scrollen mal immer runter und lesen den letzten Absatz. Igor lässt sich gerne als Duke oder Fürst der Finsternis bezeichnen, aber man findet wohl kaum einen Kämpfer, der fröhlicher ist als er. Er ist wie ein junger Spund, der ständig alle möglichen Risiken eingeht, aber die Schicksalsgöttin scheint es gut mit ihm zu meinen. Hätte ja Silanzius diesen finsteren Alten nicht ausgetrickst, wäre unsere ganze Operation möglicherweise gescheitert. Duke, mein Freund, dein Stern steigt zweifellos am Himmel auf und schon bald wirst du heller scheinen als wir alle. Wir sind vom selben Schlag, du und ich, und darauf bin ich stolz. No. Bin froh, dass wir den nicht verloren haben. So, Crest, Nastja. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist neu dazugekommen von den allen hier? Da ist es natürlich jetzt scheiße, weil da bin ich jetzt über alle drüber gelaufen einmal. Gibt es bei Yamag was Neues? Vermutlich nicht. Gibt es beim Idioten was Neues? Wir müssen uns mal alle ganz kurz angucken. Ja, da gibt es überhaupt nur einen Absatz. Ich glaube, das hier, Aljoscha, ist das einzige Mitglied unseres Teams, das unsere Reise als spannendes Abenteuer betrachtet. Vermutlich, weil er sich neue Bekanntschaften erhofft, mit Vertretung des schönen Geschlechts natürlich. Das kennen wir, glaube ich, auch schon. Gibt es bei Sam was Neues? Müssen wir mal ganz kurz so runterscrollen. Ich glaube, auch das kennen wir schon. Auf welchen Seite wirst du dann stehen, Sam, wenn wir... oder wenn wir tatsächlich Besatzungstruppen sehen sollten? Das ist definitiv neu. Bis zum Treffen mit Katja hat Stepan dem Oberst deine nie wieder Worte gegeben. Wird vielleicht so runtergehen sollen. Wobei ich immer noch keine Ahnung habe, wenn ich hier runtergehe, wird er das automatisch demarkiert, wenn was Neues dazugekommen ist. Sehr komisch gelöst hier. Aber egal, wir wissen schon, der letzte Absatz, wenn es da irgendwas über das Thema gibt, wo wir gerade eben waren, also die Wolga, dann lesen wir das Ganze mal durch. Bis zum Treffen mit Katja hat Stepan dem Oberst nie wieder Worte gegeben. Als Miller die Frau und ihre Tochter aber nicht an Bord der Aurora lassen wollte, brach er einen echten Streit vom Zaun. Der Oberst war merklich sauer.
während wir anderen sofort verstanden, was da los war. Aber wie jeder gute Kommandant durchschaute Miller Stepan dann doch recht schnell und ließ sich dazu überreden, Katja und Nastja an Bord zu nehmen. Mit dieser Ergänzung würde Stepan das Team auch niemals verlassen. Dann geht's weiter mit Tokarev. Nebenbei bemerkt scheint er heimlich und hoffnungsvoll in meine Anna verliebt zu sein. Was? Er ist ständig besorgt um sie, denkt an sie, erzählt von ihr, aber ich spüre nicht einmal Eifersucht. Der hilft uns ja immer. Na, hoffentlich gibt uns ja nicht irgendwann mal eine Scheißwaffe, damit er unseren Platz einnehmen kann. So, Katja und Nastja, und die können wir noch gar nicht kennengelernt haben, die sind nämlich komplett neu. Ich weiß wirklich nicht, was Katja und Nastja alles durchgemacht haben und wie sie es geschafft haben, nicht durchzudrehen. Kaum jemand ist so optimistisch wie sie. Ein kleines Mädchen und eine liebevolle Frau haben sich als härter als das Schicksal erwiesen. Sie haben alle Schicksalsschläge verkraftet und die waren wirklich zahlreich und heftig. Sie trafen mit einer beträchtlichen Gruppe Migranten an der Wolga ein, auf der Suche nach einem besseren Leben. Doch stattdessen fanden sie einen neuen Glauben, mitsamt ihres eigenen Todes. Natürlich hat Silanzius nicht alle selbst umgebracht, er gab nicht einmal den Befehl dazu. Er hatte nur das heilige Aufnahmeritual, bei dem der Anwärter eine elektrische Anomalie beseitigen muss. Wo ist da der Unterschied zu kaltblütigem Mord? Kein Wunder, dass der Oberst sich von Stepan und Anna überreden ließ, Katja und Nastja mit an Bord der Aurora zu nehmen, obwohl sicherlich zahlreiche Gefahren auf uns warten. Trotzdem würde ich behaupten, dass diese Damen härter sind als so mancher kampfgestielte Soldat. Abgesehen davon ist Katja eine ausgebildete Krankenschwester und vermutlich werden wir medizinisches Fachwissen gut gebrauchen können. Definitiv. Und dann noch unser Freund Crest. Ohne ihn hätten wir die Aurora nie wieder zum Laufen gebracht. Ein eifriger Geschichtenerzähler, ein talentierter Mechaniker und ein geborener Abenteurer, der an der Oberfläche schon die große, weite und bedrohliche Welt gesehen hat, die uns so fremd ist. Ein Mann, der schon hunderte Schlägereien durchgemacht und tausende Tauschgeschäfte abgeschlossen hat, wo denen nicht wenige alles andere als skrupellos gewesen sein mögen. Ich weiß nicht, ob Crest uns lange auf der Reise begleiten wird, aber ich bin nicht überrascht, dass er so gut zu uns passt. Gleich von Anfang an half er uns schon, die Aurora zu reparieren, gab uns die Motordraisine, die er noch von seinen Abenteuern hatte, und dann beteiligte er sich an dem Einsatz zur Eroberung des Schleppschiffs, indem er Duke und mir Deckung gab, damit wir zur Brücke vordringen konnten. Kein Wunder, dass unser Oberst, der normalerweise übervorsichtig ist, keine Probleme damit hatte, Crest in unser Team aufzunehmen. Und so wächst unser Team Stück für Stück. So, was gibt's Neues in der neuen Welt? Es gibt etwas über die Fanatiker. Die Verehrung eines riesigen mutierten Catfishes und gewaltiger Hass gegenüber Technologie und Außenseitern, gepaart mit brutaler Unterdrückung jeglicher Individualität und aller unabhängigen Gedanken innerhalb der Kommune. Was könnte man anderes von einer Mischung aus primitivem Mystizismus und klassischer Religion erwarten, wenn es auch noch einen starken Personenkult um den Gründer gibt? Ich muss den Fanatikern aber auch Hochachtung zollen. Indem sie sich zusammengeschlossen haben, konnten sie in dieser wilden, weiten Welt überleben, eine Brücke besiedeln und sie in eine veritable Festung verwandeln, die wir auf jeden Fall ernst nehmen mussten. Ihre besten Krieger, die Blitzbekämpfer, führen eine Schlacht gegen die elektrischen Anomalien und sogar gegen die Banditen. Ihren Mangel an Ausbildung gleichen sie durch eine starke Motivation aus, die in dem Fanatismus begründet liegt. Und nichtsdestotrotz, dass wir mit ihnen einige Probleme hatten, sind das dennoch eine akzeptable Vereinigung. Dann gibt's das Neues über Lebewesen, und zwar die Tiermenschen. Genau wie alle anderen Mutanten, die durch den radioaktiven Fallout entstanden sind, fühlen sich diese albtraumhaften Kreaturen in der unwirtlichen Nachkriegswelt förmlich zu Hause. Obwohl sie ganz klar von den Menschen abstammen, sind diese Wesen nicht besonders intelligent und ähneln in ihrem Verhalten eher den Menschenaffen. Sie leben in Rudeln, benutzen keine Werkzeuge und verteidigen sich bei Angriffen, indem sie aus sicherer Entfernung Steine werfen. Ein solcher Mutant alleine stellt keine große Bedrohung dar, aber ein Kampf gegen ein ganzes Rudel von ihnen ist schwer zu überleben. Unsere erste Begegnung mit diesen Kreaturen hatten wir am Wolga-Ufer. Im Freien wirkten sie harmlos und fast mitleiderregend. Ihr hässliches Erscheinungsbild wurde von ihren schlürfenden Bewegungen unterstützt. Im verlassenen Frachtterminal zeigte sich allerdings, dass sie für mich mehr als nur ein kleines Problem darstellten. Dort wurde klar, dass sie nicht nur Steine werfen, sondern Feinde auch hinterrücks angreifen können, wenn sie sich im flachen Wasser verstecken. Und ja, das haben sie oft getan. Dann natürlich der Zarfisch, das riesige Monstrum. Ein riesiger mutierter Catfish, der Fischer terrorisiert, ist schon ein zweifelhaftes Objekt der Verehrung. Aber Silanzius konnte den Einheimischen trotzdem eine Gehirnwäsche verpassen, sodass sie an seinen göttlichen Auftrag glauben. Dann haben wir die Schrimpweibchen.
Es handelt sich hier um geheimnisvolle Wasserlebewesen, offenbar Krebstiere, aber da kann man sich heutzutage nicht mehr sicher sein. Soweit ich weiß, hat sich bislang noch niemand wissenschaftlich untersucht und eingestuft. Wir wissen allerdings, dass diese dicke Panzer haben, aggressive Raubtiere sind und daher von Natur aus gefährlich sind. Die Weibchen dieser Art greifen meist in Gruppen an und spucken ätzenden Schleim aus der Distanz. Sie sind der Überzeugung, dass sie ihre Beute leicht erliegen können. Dann töten sie auch mit ihren ekelhaften Blutsaugermäulern. So, und jetzt bin ich gespannt, wie ich hier runtergehe. Aber ich kann gar nicht runtergehen, ich kann so runtergehen. Schrimpmännchen? Hunde? Schnapper? Was kenne ich denn jetzt schon? Die Schrimpmännchen? Glaube ich auch nicht, die Hunde schon. Aber die Schnapper? Denke ich auch nicht. Oder sind die? Doch, die kennen wir. Die kennen wir noch. Natürlich kennen wir die. Die kennen wir zwar auch von hier, aber die kennen wir, glaube ich, auch von Moskau. Es handelt sich hier um geheimnisvolle Wasserlebewesen. Offenbar Krebstiere, aber da kann man sich heutzutage nicht mehr sicher sein. Soweit ich weiß, hat sie bislang noch niemand wissenschaftlich untersucht. Auch dieses Männchen, das steht genau dasselbe. Abgesehen von dem da unten, dass sie extrem dicke Panzer haben. Okay. So, was gibt's Neues in der Ausrüstung? Atemschutzmaske, kennbar. Ladegerät ist neu. Mein altbewährtes Ladegerät, das aus der Lichtmaschine eines Motorrollers, einem Regeltransformator, einem Akku und einer Metallschere besteht. Wie oft habe ich schon auf sein Surren gelauscht, während ich darauf wartete, dass die Taschenlampe wieder zu neuem Leben erwacht. Ehrlich gesagt würde ich mir das Kugeln an dem Ding am liebsten sparen, aber 20 Jahre nach dem jüngsten Tag sind ordentliche Akkus nur schwer zu bekommen. Daher müssen wir die mehrfach aufbereiteten Akkus nehmen und die halten die Spannung nur etwas besser, als ein bodenloser Eimer Wasser behält. Abgesehen davon kann dieses kleine Ladegerät in Notfällen auch größere Sachen als Taschenlampen oder Nachtsichtgeräte mit Strom versorgen. Die erzeugte Spannung ist wirklich gut. Dafür muss man dann allerdings schon ziemlich heftig kugeln, aber auch das haben wir schon oft getan. Die Notizmappe. Dies ist nicht mehr nur eine alte Militärmappe, die Karten, Stifte und Notizen zu den Einsatzdetails enthält. Tokarev, der Technikguru der Spartaner, hat viel Arbeit investiert, um daraus ein Wunder der Technik zu machen, das dem Standard des Ordens entspricht. Obwohl sie noch immer überraschend leicht ist, enthält die Mappe nun eine Karte mit automatischer Routenanzeige, einschließlich meiner aktuellen Position, ein Funkgerät zur Kommunikation mit dem Hauptquartier und eine Notizmappe, in der ich meine tiefschürfenden Gedanken, interessanten Beobachtungen und mehr festhalten kann. Vielleicht mache ich irgendwann einmal so etwas wie meine Memoiren daraus. Auch beim Rucksack gibt's natürlich was Neues. Tokarev möchte seine neue Erfindung einem Feldtest unterziehen. Eine Kombination aus Rucksack und portabler Werkstatt, die nicht nur viel Gepäck und saubere gewartete Waffen aufnimmt, sondern dem Träger auch noch ermöglicht, Filter, Medipacks und andere nützliche Dinge herzustellen. Natürlich fühle ich mich von seinem Vertrauen geehrt, aber irgendetwas sagt mir, dass Tokarev hierbei höhere Ziele verfolgt. Es könnte ein Trick sein, um den Vorrat an nützlichen Materialien aufzustocken, ohne seine Werkstatt verlassen zu müssen. Wäre das nicht der Fall, warum sollte er dann Zeit damit vergeuden, mir zu sagen, wo ich nützliche Metallteile und Chemikalien finden kann? Er schlug sogar vor, in den Verstecken der Mutanten nachzusehen. Ich muss allerdings zugeben, dass diese Idee ziemlich gut ist. Und wir machen das natürlich auch permanent. Unser Fernglas, das wir von Crest bekommen haben. Das Fernglas, das Crest mir gab, stellte sich als äußerst wertvoll heraus. Damals in Moskau brauchte ich selbst an der Oberfläche keins, aber hier ist es sehr nützlich. Mal abgesehen davon, dass man Dinge mit einem Fernglas bequem aus großer Entfernung betrachten kann, bietet dieses hier ein sehr großes Sichtfeld, eine starke Vergrößerung und vor allem die Sicht mit zwei Augen, wodurch man die relativen Entfernungen von Objekten sowie die Abstände dazwischen gut abschätzen kann. Daher ist ein Fernglas ein Muss, wenn man solche Punkte auf der Karte markieren möchte. Der Armschutz, den alle Spartaner tragen, ist als Rüstung nicht besonders wichtig, rettet uns aber trotzdem regelmäßig das Leben. An ihm werden wichtige Ausrüstungsteile befestigt, wie zum Beispiel der Geigerzähler, der uns vor gefährlicher Strahlung warnt, und eine Uhr, die uns über die Filternutzung der Atemschutzmaske auf dem Laufenden hält. Diese Uhr wird mit einem weiteren Gerät kombiniert, das trotz seiner geringen Größe ebenfalls lebenswichtig ist, die Lichtanzeige. Schon oft hat mich ihr blaues Licht daran erinnert, meinen besseren Platz im Schatten zu suchen, um unbemerkt zu bleiben. Das Feuerzeug, das kennen wir schon, den Spartaneranzug kennen wir schon, aber das Nachtsichtgerät ist neu. Selbst vor dem Krieg waren Nachtsichtgeräte geschätzte Hilfsmittel bei den Militärs, die auch nur das Geringste mit Geheimoperationen oder deren Verhinderung zu tun hatten. Da diese Geräte sehr anfällig für Schäden und die Tunnel immer dunkel sind, ist ihr Wert in der Metro exponentiell gestiegen. Ein funktionierendes Exemplar in die Finger zu bekommen, ist ein seltenes Glück. Und selbst der Orden könnte es nicht schaffen, genug davon zu produzieren, um alle Kämpfe damit auszustatten. Daher werden sie nur für bestimmte Einsätze ausgegeben. Nichtsdestotrotz haben alle Helme des Ordens die dafür benötigte Befestigung und unsere Akkus, mit denen wir dafür gewöhnlich unsere Taschenlampe betreiben, haben zusätzliche Anschlüsse, die alle Spartaner nutzen können, um solche Nachtsichtgeräte anzuschließen, sollten sie welche bekommen.
Und zu guter Letzt noch etwas Neues von unseren Waffen, und zwar die Tihar. Als ich das Tihar zum ersten Mal sah, war mir ehrlich gesagt nicht klar, dass es sich um eine Waffe handelt. Und das dauerte auch eine Weile, bis ich glauben konnte, dass es tatsächlich funktioniert. Dennoch hat sich dieses bemerkenswert hässliche Meisterwerk der Waffenbauer von der Waffenstation, zu dessen Konstruktion sie aufgrund der Munitionsknappheit gezwungen waren, für den Soldaten des Ordens als unverzichtbar erwiesen. Das Tihar nützt nicht nur immer verfügbare Metallkugeln aus Kugellagern als Munition, sondern arbeitet dazu auch noch fast geräuschlos, hat ordentlich Wumms und ist recht zielgenau, natürlich nur über kurze Distanzen. Alles in allem handelt es sich um eine ideale Waffe für Sondereinsätze unter den Bedingungen der Metro. Natürlich muss man sich nicht nur um die Munition im Magazin Gedanken machen, sondern auch um die Druckluftkammer. Tokarev hat das Ventil allerdings etwas verbessern können, sodass Luft nun entweicht, wenn man die Waffe tatsächlich abfeuert. Auch bei der Schrotflinte gibt's ein Update, wobei wir die, glaube ich, mittlerweile schon kennen. Es gibt tatsächlich Varianten mit einem oder gar vier Läufen, ganz zu schweigen von den verschiedenen Aufsätzen, Schäften, Rückstoßfedern und Zieloptiken. Selbst innerhalb des Ordens ist der einzige Standard, der bei Schrotflinten eingehalten wird, das Kaliber. Es fällt mir schwer zu begreifen, wie Tokarev sie alle in- und auswendig lernen kann. Bastard kennen wir schon, den Köder kennen wir schon, Wurfmesser kennen wir schon, Sprengladung kennen wir schon, Molotow kennen wir, glaube ich, noch nicht. Diese primitive Brandwaffe ist kaum mehr als eine Flasche voller Benzin, trotzdem ist sie bei geschicktem Einsatz sehr gefährlich. Und ich finde es, wie gesagt, ein bisschen schade, dass man hier jetzt nicht genau erkennen kann, wie, wo, was, wann ist da jetzt neu dazugekommen, sondern dass man es immer so ein bisschen selbst herausfinden muss. Aber naja, gibt's hier noch was? Nee, das war's dann im Großen und Ganzen. Na gut, gibt's im Radio was Neues? Wir können ja mal ein bisschen durchspielen. Na gut, ich glaube, da hören wir so schnell nicht mehr wieder was Neues. Bei 2.20, das sollten wir uns merken. Und da könnte entweder Musik gespielt werden oder es kommt gleich eine Durchsage. Achtung, Achtung! Hier spricht das Spezialkomitee für Wiederaufbau von der Basis des Projekts Arche. An alle, die mich hören können und noch immer dem Ziel dienen, begebt euch zum Sammelpunkt. Der Positionsgrund. Okay, das kennen wir schon. Wie lange hat es gedauert, bis er überhaupt in ihr Kunst eintraf? Nicht einmal 2 Jahre. Du solltest deine Haltung zu Menschikow besser überdenken. Hast du schon vergessen, wer den Handel mit den Sträflingen von Solotoya aufgebaut hat? Hä? Na ja, das war Sachars Idee. Und Sachar hat das auch durchgezogen. Er hat den Baikalsee überquert, alleine. Wir würden ihm blindlings folgen. Meschnikow dagegen ist mir scheißegal. Bist du nicht etwas übermütig? Du bist gerade so cool, dass du der Funkerbande auf den Keks gehst. Fall nur nicht vom hohen Ross. Zur Hölle mit dir, Dan. Also gut, ich kann damit leben, Menschikow zuzuhören, wenn du ihn so magst. Ach, genug von der Scheiße. Das Wichtigste ist, dass Irkutsk noch da ist. Und ihr Typen auch. Du hast recht. Das ist das Wichtigste. Naja, grüß Menschikow von mir. Ende und aus. Teufel. Ende und aus. Tja, und da sieht man mal, was auf der ganzen Welt so los ist, wenn man hier mal ein bisschen durch den Funk spaziert, was wir ja in Moskau nie getan haben. Da spielt schöne Musik. Und genauso spielt hier schöne Musik. Na, hallöchen. Yeah! Das sollen wir laufen lassen, glaube ich. Bei 525 singt auch wer. Oh, tatsächlich, das lassen wir nachher auf jeden Fall laufen. Guck mal ganz kurz, ob wir noch was hören könnten, aber ich denke, das war es dann im Großen und Ganzen. Mal gucken, ob wir vielleicht jetzt noch irgendwas mitbekommen. Okay, das war die Musik von gerade eben. Weiß nicht, ob die noch was quatschen miteinander. Wir können es mal kurz laufen lassen, ob da noch was kommen wird. Wobei wir bei der Unterhaltung ja generell mittlerweile schon gehört haben.
glaube, da kommt nichts mehr. Ich wiederhole. Ja, das ist immer wieder das Gleiche. Azamat, bitte kommen! Moholt hier! Hört ihr mich? Ende! Azamat, bitte kommen! Ende! Salam, Moholt. Ich höre dich laut und deutlich. Was hast du für ein Problem, dass du im Funk so jammerst? Ende! Endlich! Niemand kann mich hören. Das ist mein Problem. Was? Ja, es kommt vor. Ich dachte, es sei etwas passiert. Wie geht es dir denn so? Ende. Naja, eigentlich ist alles gut. Familienleben, du weißt schon. Und warum klingst du dann so gelangweilt? Lust auf Abenteuer? Ja, ein bisschen. Worauf wartest du dann? Komm her. Der alte Säbelzahn vermisst dich schon. Außerdem baut sich hier was zusammen. Deine Hilfe käme also gerade recht. Also komm einfach rüber. Verstanden? Ende. Verstanden. Eine gute Idee. Wir packen heute Abend und melden uns bei dir, sobald wir startklar sind. Ist das in Ordnung? Ende. Das ist mein Mann. Dann erwarten wir dich hier bald. Ende und aus. Grüß den alten Säbelzahn von mir. Ende und aus. Und ich bin gespannt, ob wir tatsächlich mal mit diesen Leuten möglicherweise etwas zu tun haben werden, die wir hier im Funk immer wieder hören. Ja, ja, Sammelpunkt. Na gut, ich glaube, da kommt tatsächlich nichts mehr von der Seite. Und auch hier ist mittlerweile in dem Gelände. Na gut, dann würde ich sagen, wir scrollen nochmal ganz kurz auf die andere Seite, auf 525. Zur Kugelmucke. Na, wo war denn das? Nanü? Ja, bleiben wir halt hier. Bei 575 ist auch okay von mir aus. So, hoppla. Und dann einmal darüber. Genau. So, dann hätten wir theoretisch alles gesehen, glaube ich. Können hier vom Tisch mal aufstehen. Da ist Anna, die denkt sich bestimmt... Wie lange sind wir schon unterwegs? Ich habe auch den Funk abgehört. Und keine einzige Übertragung hat von einer Besatzungstruppe berichtet. Warum haben sie eine Evakuierung angeordnet? Es gibt so viel gewöhnliches Geschwätz, so viele Geschichten. Das ist wie in einem Märchen. Papa sagt, dass das alles kodierte Übertragungen seien, dass sie alle eine verdeckte Bedeutung haben, aber... Das ist Blödsinn. Wozu diese Geheimniskrämerei? Warum benutzen sie nicht die Bahnstrecke? Warum kontrollieren sie nicht wenigstens die wichtigen Abzweigungen? Warum haben sie keine Sperren eingerichtet? Weil hier keiner ist. Wenn sie überhaupt da draußen sind. Dies ist immerhin die Haupttransportader. Vielleicht sind sie gar nicht hier. Vielleicht sind sie nie hergekommen oder bereits wieder gegangen. Aber wohin dann? Vergiss nicht, weder Katja noch Crest haben sie jemals gesehen. Auch wenn es uns ohne sie eigentlich ganz gut geht, ist es wie im Mittelalter. Dieser Silantius behandelt die Leute wie Sklaven, lässt sie umbringen. Kaum zu glauben, dass sie es ohne seine Lügen und Menschenopfer schlechter hätten. Und wir? Wir haben so viele Jahre da unten gelebt und uns gegenseitig bekämpft. Und keiner hat auch nur geahnt, dass man da draußen leben könnte. Können wir nochmal? Ja, wo läuft das denn hinaus? Okay. Dachte schon, ich muss hier wieder was zensieren oder sowas nachher, aber ich glaube, so weit kommt's noch nicht. Na gut, Freunde. Na, ich muss gehen. Los, schnapp sie dir, Tiger. Ich bin mittlerweile schon seit fast einer halben Stunde hier unterwegs in diesem Abteil und bin noch nicht mal rausgekommen. Aber Anna hat auf jeden Fall schon recht. Wenn sich denn hier feindliche Soldaten der NATO zum Beispiel herumtreiben sollten, wo sind sie denn? Warum haben sie keine Kontrollposten errichtet? Warum besetzen sie nicht die Bahnstrecken oder warum existieren die Bahnstrecken überhaupt noch? Und warum hört man im Funk nichts von denen? Katja, Crest, Nastja, niemand hat von denen was mitbekommen, weil es sie einfach hier nicht gibt. Das ist die große Sache. So. Onkel, oh, hallo. Onkel Tuggerath hat schon seine Werkstatt eingerichtet. Ach so? Willst du mal gucken? Die ist so cool. Hui.
Hier, Onkel Artyom. Ah, hi, Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem noch so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin so machen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dukes Schutzweste trägt den Rückenschutz nicht mehr. Daher witzelt er, dass es zum Glück nicht der Brustschutz ist, sonst wären seine Zehen in Gefahr. Wie auch immer, ich werde die kleine Bande wieder zu einer echten Armee machen. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Na, den mag ich, auch wenn er vielleicht gerne unsere Frau haben möchte. Aber Onkel ich mag ihn. Onkel Zuckerriff! Was möchtest du denn fragen, Bastian? Onkel Zuckerriff, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Wie alle anderen. Ich nehme Nadel und Faden und nähe mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgurt nähen? Naja, klar doch. Oh, aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng, weißt du? Hurra! Und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Also gut, sieh mal her. Ich zeige es dir einmal. Und jetzt machen wir das. Ja. No, na guck mal einer an, wie süß sie alle hier sind. Von dieser Seite. Mhm. Ich nicht. Ich hab das einmal gelernt und hab's bis heute nicht drauf. Nicht so schnell. Ja, also mach doch eher. Alles klar. Hä? Er näht ja. Und jetzt? Von dieser Seite. Ich verstehe. Okay, ich glaube, das wiederholt sich jetzt auch in Dauerschleife hier. Na, interessant, die beiden hier. Und da hat er sich... Oh. Na, ja, ist doch wohl uninteressant. Nee, sie guckt ihm doch noch zu. Da hat er sich hier was super Tolles aufgebaut. Und ich kann nur sagen, danke, 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 dass er sich da so Mühe gibt, uns eine gute Ausrüstung zu verschaffen. Das ist wirklich toll. Machen wir mal das Licht an. Na, dann gucken wir gleich mal, wenn wir da sind. Einige der gesammelten Ressourcen werden zur Instandhaltung der Aurore und zur Unterstützung der Mannschaft benutzt. Aha, vergiss nicht, vor deinem nächsten Halt die Ausrüstung zu überprüfen. Von den vielen Ressourcen, die wir gesammelt haben, werden auch noch ein paar abgezweigt. Na, Glückwunsch. Na gut, wir stellen uns mal ein paar Medipacks her. Vielleicht auch ein bisschen was hiervon und dann haben wir eh gleich nichts mehr wahrscheinlich. Wie sieht's munitionsmäßig aus? Ja, Pistolenmunition können wir ruhig mal ein bisschen herstellen. Und natürlich auch ein bisschen was hiervon. Und vielleicht auch sogar zwei Wurfmesser. Ist, denke ich mal, für den Anfang ganz in Ordnung. Und wenn wir schon mal dabei sind... Oh, ich glaube, wir haben endlich mal wieder... Ja, Gott sei Dank. Endlich mal wieder unsere Waffen gereinigt. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir müssen nicht wieder das Mittel hier verwenden. Unsere Waffen sind gereinigt. Na, besser kann es ja gar nicht laufen. Nice, nice, nice. Okay, bevor wir weitergehen... Die Frage ist, wo müssen wir überhaupt hingehen? Müssen wir hier... Ist Miller hier? Nee, glaube ich eher nicht. Oder doch? Raucherpause? Das ist gut. Na, machen wir mal eine Raucherpause. Warum auch nicht? Ganz schön stark. Verdammt, ist die stark. Naja, aber nicht so stark für uns. Was rauchen wir denn da überhaupt für ein irres Zeug? Also, ihr seid schon die richtigen Typen. Du, der Oberst, Duke...
Dieser Typ hat an der Brücke Großes geleistet. Und jetzt prallt er damit wie ein Kind. Er ist wirklich ein Kind, aber er ist gut. Ja, was wollte ich gerade sagen? Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. In diesen Zeiten müssen wir zusammenhalten. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hä? Klar, so viel Platz. Kommt mir auch leer vor. Nur Gräser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Ich hasse sie. Auch wenn ihr die Regierung letztendlich zu sehen bekommt. Sei jetzt nicht sauer, Bruder, aber sagt mir einfach, wofür zum Teufel braucht ihr sie überhaupt? Klar, es könnte interessant sein, sie mal zu sehen. Aber während meiner Wanderung habe ich nur zwei Sorten Ex-Regierungsbeamte getroffen. Tote und Bandenanführer. Und lass dir gesagt sein, letztere sind viel schlimmer als der Durchschnittsbandit. Sie labern immer dumm herum, bevor sie etwas Schlimmes machen. Was ich damit meine ist, selbst vor dem Krieg war mir die Regierung ziemlich egal. Und jetzt, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, noch viel mehr. Also, wofür? Hä? Ich bin ein einfacher Mann und hab dir gesagt, dass ich zu dir stehe. Also müssen wir lange miteinander auskommen. Aber ich würde lieber eine hübsche Heimat finden, anstatt die Regierung zu suchen. Klar, sie könnten uns Luxusbunker oder so bieten. Mir scheint kalt zu sein, Archer. Wärm dich etwas auf, ich rauch noch eine. Muss ein wenig nachdenken. Oder bleib einfach, haben ja jetzt genug Platz. Tja, dann nehmen wir noch mal einen Zug hier. Der liebe Krest, ich denke mal, der wird eine gute Begleitung werden während der gesamten Zeit. Gucken wir mal. So. Gut, das war Rauchen neben einem Nicht-Rauchen-Schild. Super toll, vielleicht denkt es aber noch von früher da vom Zug. Können wir da eigentlich raus? Nee, das Ende im Gelände. Hier können wir gar nichts so mehr hin. Na gut, können wir mit denen zwar noch mal reden oder war's das? Ich glaube, die beiden wollen nicht mehr mit uns reden und ich denke mal, auch Krest wird nichts mehr sagen. Artyom, noch eine Raucherpause? Gut. Oder vielleicht doch? Dieses Leben. Anscheinend doch. Echt hart, aber können wir nichts machen. Na gut, wenn doch nicht wirklich viel. Ihr habt immer im Untergrund gelebt. Ich schätze, deshalb seid ihr alle so blass, hä? Ganz anders als in meiner Heimat. Ich komme aus dem Dorf Katui, in der Nähe von Cherepovitz. Hast du schon mal davon gehört? Ja, kein Wunder. Unser Ort lag vor dem Krieg mitten im Nichts. Es wäre sinnlos gewesen, uns mit Bomben anzugreifen. Daher war es anfangs gar nicht so übel. Die Einwohner scherzten, dass alles gut sei, weil sie dadurch keine Schulden mehr hätten. Aber als der nukleare Winter einbrach, waren sie nicht mehr so fröhlich. Vorher war es schon nie sehr warm, aber dann froren sogar die Thermometer ein. Auch wenn ich keine richtige Bildung habe, mochte ich die Wissenschaft schon immer. Da wusste ich, dass der Winter kommt. In dem Moment, in dem die Bomben fielen, wusste ich, dass ich nach Süden gehen musste, bevor der Schnee zu tief wurde. Ich reparierte den alten Laster, stieg ein und blickte nie zurück. Ich kam nicht mal in die Nähe der großen Städte, Moskau und so. Waren natürlich Hauptziele gewesen. Die Dörfer waren aber nicht viel besser dran. Es passierte viel Scheiße. Gräueltaten, die ich am liebsten vergessen möchte. Zu dieser Zeit geriet ich selbst etwas aus den Fugen. Den ersten Winter verbrachte ich allein in einer Höhle, wie ein Bär. Ich nahm mir das unterirdische Lager eines Lebensmittelgeschäfts. In der Kälte hielten sich die Lebensmittel gut. Und diese Kälte hielt ein paar Jahre an. Sogar im Sommer gab es Frostperioden. Es wurde unmöglich, alleine zu überleben. Also suchte ich mir später Gesellschaft für den Winter. Manche Leute waren gut. Andere waren echte Arschlöcher. Im Laufe der Jahre wurden die guten Leute zur Seltenheit. Und dann tauchten auch ein paar wirklich fiese Tiere auf. Neben den ausgebombten Gebieten wurden die Wälder rot. Immer rot. Und von dort kamen diese zweiköpfigen Rehe. Die sind echt ein Hingucker.
Und sie fressen. Naja, noch schlimmer, als sie aussehen. Es gibt eine mutierte Nessel, die auf Leichen wächst und sich bewegt, als wäre sie lebendig. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Sie fressen also diese Nessel. Und so kann man sie finden. Wenn du ein Reh siehst, muss es in der Nähe eine Leiche geben. Das Reh wartet nur darauf, dass die Nessel wächst. Mhm. Und Junge, sie wächst schnell. Die Einheimischen trocknen und rauchen sie. Ich glaube, es wird Nacht mittlerweile da draußen. Das sind die stärksten Fluppen, die ich kenne. Das ist echt kein Wunder. Also zog ich durch die Gegend, bis ich fast Astrakhan erreichte. Die Winter waren etwas besser. Der Ort hat seine eigenen Probleme. Die örtlichen Banditen fangen Leute, die vor der Kälte fliehen, und verkaufen sie in den Süden. Ich bin auch mal auf sie getroffen. Musste einem Arschloch dort meinen Laster schenken. Aber schon bald hatte ich diese Motordraisine repariert und handelte mit Sachen, verdiente mir etwas Geld und verkleidete mich als Bandit, um mich aufzufallen. Aber was die so alles gemacht haben, es war zu heftig. Sobald also der Himmel aufklarte und der Winter nachließ, ging ich nach Osten, weil es dort viel Platz und nicht so viele Menschen gibt. Und auf dem Weg dorthin wurde ich von Silantius und seinen Leuten aufgehalten. So war das, Bruder. Das ist meine Geschichte. Und ich kann mich nur bedanken, ist definitiv interessant, dass du diese Geschichte mit mir und uns allen geteilt hast. Und das erfährt man eben nur, wenn man hier sich ein bisschen Zeit lässt und auch diese Sachen erstmal auf sich zukommen lässt, mit den Leuten spricht und erstmal hier in die zweite Raucherpause geht. So, nehmen wir nochmal einen kräftigen Zug. Dann werfen wir auch diese Chick mal auf den Boden. Wir gehen nochmal ganz kurz zu den beiden hier, wobei wir mit denen, denke ich mal, eh nicht mehr reden können. Nastja beschäftigt sich mit dem Bären. Tokarev, was auch immer der da macht, der zeichnet was. Wir gucken nochmal. Gibt's nochmal was zum Reden? Wir könnten nochmal rauchen, theoretisch. Aber ich glaube, diesmal rauchen wir einfach so, ohne dass wir eine neue Story von ihm geliefert bekommen. Ja, diesmal will er nichts mehr reden. Okay. Na gut, dann hätten wir das schon mal erlebt. Cool, cool, cool. Wie gesagt, ich lasse mir Zeit, ich nehme mir Zeit. Wir wollen mit allen reden, wir wollen alles mitbekommen, was die hier so quatschen. Und da fährt man eben auch über sein Leben ein bisschen was. So, dann, Freunde, was haben wir denn hier überhaupt? Einen schönen Kaffeeautomaten oder was ist das hier? Da ist das Klo. Mhm. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Vielleicht möchte Jana noch was mit uns besprechen. Und das Dokument für dieses Kapitel finden wir hier. Und zwar Nastjas Brief. Lieber Papa, ich schreibe das, damit du weißt, wo du Mama und mich suchen musst, wenn du zurückkommst. Weil Mama und ich wollten bleiben, aber Silantius sagt, wir müssen zum Turm gehen und das Auto stehen lassen und ich will das nicht. Ich wollte im Auto auf dich warten, aber Mama sagt, ich darf nicht. Und Silantius hat gesagt, du kommst nicht wieder, weil du die Glaubensprüfung nicht bestanden hast. Er ist ein doofer Lügner, weil du gar keine Prüfung brauchst, weil ihr Glaube dumm ist. Das hast du mal gesagt. Mama hat nichts gesagt, aber ich weiß, dass sie auch auf dich wartet. Also bitte komm bald zurück und hol uns von den Blödmännern weg. Ich lieb dich ganz doll, schreibt Nastja mit einigen Rechtschreibfehlern. Aber das ist trotzdem für ein Kind, das eigentlich jetzt nicht unbedingt die Schulbildung hat, wie wir sie kennen, nichts Außergewöhnliches. Ganz ehrlich, da hat sie das eigentlich ganz gut geschrieben. Cool, unser neues Abteil hier. Schön, 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 da können schon mal 4 Leute pennen. Das hat sich schon mal ausgezahlt, das hier dran zu hängen. So, wie schaut's bei ihr aus? Du bist zurück. Welche Pläne hat unser Anführer sonst noch auf Lager? Noch nichts dabei. Sag nichts. Sprichst du noch was mit mir oder eher nicht so? Lass uns noch etwas so bleiben. Danke. No, du Süße, du. Na, guck mal, wie lieb die beiden sind. Ist das nicht süß? Zeit zu gehen? Also gut, lass mich aufstehen. Ja, ich muss leider noch mit den anderen quatschen hier im Zug. Wir haben noch einiges vor. Wir müssen noch ein bisschen was erledigen in dieser nächsten Folge. Denn ich würde mal sagen, wir machen eine kleine Folgenpause und holen uns dann den zweiten Teil des Zuges in der nächsten Runde hier von Let's Play Metro Exodus. Da geht's nämlich da vorne weiter. Die Gespräche mit den nächsten Leuten, die wir hier im Zug so finden. Da hinten hätten wir abgehakt, aber die anderen warten in diesem Teil noch auf uns. Wir haben noch ganz schön viel vor, denke ich mal, hier im Frühlingskapitel. Liebe Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Metro.
Metro Exodus. Morgen geht's weiter und da bin ich mal gespannt, was Miller uns da jetzt wieder berichten möchte. Bis dahin, danke dir fürs Zusehen und tschüss.